Worte sind fast immer ein Problem. Das hat mehrere Gründe. Erstens, es gibt viel zu viele Worte. Versteht kein Mensch, kann sich keiner merken. Ja? Zweites Problem, die Worte haben alle irgendwelche Unterbedeutungen, Nebenbedeutungen, kapiert auch keiner. Drittens werden aber auch noch immer ständig neue Worte erfunden. Die kapiert man überhaupt nicht, bis mal irgendwann, ja, eines Tages kommt man in eine Situation, da braucht man sie, da verwendet man sie. Ist mir kürzlich passiert, war bei einem Zeitungsinterview, meinte der Journalist, der Text von Mein Berater, so ein Menschenhundstück, ein altes, sei von Bob Dylan geklaut, ja. Also, er hat es anders gesagt. Er hat gesagt, wenn man sich das Gesamtwerk von Bob Dylan anhört und wenn man sich dann ihren Text zu Mein Berater anhört und wenn man das dann vergleicht. Na, aber der Vorwurf war ganz klar Plagiat und das Blöde war, der Mann hatte recht. Es war geklaut. Ja, von Bob Dylan. Von Blood on the Tracks. War so. Und das ist immer schwierig, ne? Also, wenn ich so Vorwürfe kriege, die stimmen, ja, da werde ich immer ganz unsicher. Doch, geht Ihnen auch so? Ja, und dann wurde ich zittrig und wurde nervös und habe angefangen, Blödsinn zu reden und so, ja. Und dann dachte ich mir auf einmal, Moment mal, es gibt doch dieses Wort. Und kaum hatte ich dieses Wort gedacht, ja, ging mein Mund wie von selbst auf und ich hörte mich sagen, ich bin erstaunt, von Ihnen Behauptungen zu hören, die doch eindeutig in den Bereich des Postfaktischen zu verweisen sind. Das war so geil. Ja, da fiel dem nichts mehr ein. Ja, Schluss. Ja, Bob Dylan hin, Bob Dylan her, scheißegal. Ja. Und hätte ich jetzt gesagt, das stimmt nicht, ne? Oder das ist nicht wahr, das wäre nichts gewesen. Ne? Das ist dann wie so ein Kind, das beim Süßigkeitenklauen erwischt wird. Nein, ich war es nicht. Ne? Der ganze Mund voll mit Nutella. Nee, ne? Aber postfaktisch, ja, das hat irgendwie Bums. Ne? Merken Sie es, dieses P, ja, und das F. Ne? So, ne? Sehr, sehr gut. Und dann hat er aber immer noch nicht aufgehört. Dann hat er gemeint, ja, aber hören Sie mal, also Sie haben ja auch andere Stücke. Und zum Beispiel Ihr Lied, wie heißt das da? Hungerlied, ja? Das ist meines Erachtens von Tom Waits geklaut. Ja, hat wieder gestimmt, ne? Ja, aber ich war mittlerweile so gut drauf, das machte mir überhaupt nichts mehr. Ich wusste, es gibt ja noch mehr Worte, ja? Und der Mund ging wieder von ganz allein auf und ich hörte mich sagen, da sind Sie offenbar auf Fake News hereingefallen. Wissen Sie, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie solche Fake News, zum Beispiel bei Facebook, Achtung, Soundähnlichkeit, ja, Fake News, Facebook, wenn Sie die bei Facebook posten, und war wieder so geil, ja, ich musste gar nichts sagen, ich musste nicht sagen, üble Nachrede, ja, oder Volksverhetzung oder Drohung, nö, ja, das stand so mit im Raum, das gab's umsonst dazu, ja, super. Und da war er aber immer noch nicht fertig, ne? Da kam er an und meinte, hören Sie mal, Sie haben mir doch jetzt nur irgendwelche Neologismen um die Ohren geschlagen, ja? Eins so Latein wahrscheinlich, das andere Englisch. Sie erklären überhaupt nichts, Sie beweisen überhaupt nichts, Sie sagen einfach postfaktisch und Fake News und das war's dann. Sie setzen sich doch überhaupt nicht mit mir auseinander. Und was ich dann gesagt habe, das war billig, ja? Das gebe ich auch zu. Aber selten habe ich einen so billigen Satz so gern gesagt. Ich sagte nämlich, lieber Freund, die Texte von Menschenhund und das musikalische Arrangement von Menschenhund und überhaupt die gesamte künstlerische Idee ist alternativlos. Ah, oh, das war so gut. Ja, ich so gut gefühlt. Und dann habe ich noch einen draufgesetzt, ja, weil ich war gerade im Flow, ne? Und dann dachte ich mir, komm, ich gebe dir noch einen. Ich habe mich auch so gefühlt wie Henry Fonda in Spiel mir das Lied vom Tod, ne? Das ist der Dünne, der immer so langsam geht, ja. Und dann habe ich in meiner Henry Fonda Stimme gesagt, die Sprache ist die Hure der Mächtigen. Ja, ja und dann dachte ich mir, es war jetzt so geil, ja, ich gehe jetzt weg, ja, den habe ich versenkt. Und der Journalist rief mir dann aber hinterher. Hören Sie, Sie sind doch überhaupt nicht mächtig. Ja, und das war es natürlich, was ich vergessen hatte, scheiße. Das war blöd. Aber ich habe dann auch nichts mehr gesagt. Er schon, er sagte dann, und über die Texte haben wir ja überhaupt nicht gesprochen. Wann machen wir das denn? Wann setzen Sie sich denn mit diesen Plagiatsvorwürfen endlich mal auseinander? Habe ich wieder nichts gesagt, fiel mir nichts mehr ein. Bin ich nach Hause gefahren, habe ich einen Text geschrieben. Den Text dieses Liedes, den spielen wir jetzt. Und dieses Lied trägt den Titel Wir werden oft gefragt, was unsere Texte eigentlich bedeuten.